Live aus Wiesbaden, Schoki-Banoki Late Night. Heute mit den Moderatoren, die ein Fehler in der Matrix sind. Christian und Sascha. Zu Gast im Studio Marek Selle, the face of Schoki-Banoki. Hier kommt Schoki-Banoki Late Night. Hallo, 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 hier ist wieder Schoki-Banoki mit einer wunderbaren Sendung und wir haben hier den Christian und Oder? Den Marek im Studio. Ja, wir machen jetzt eine Improvisationsstory. Oh, das klingt aber spannend, Sascha. Wie geht das denn? Ja, na gut. Also ich gebe euch einen Einleitungssatz vor und ihr müsst eine Geschichte drumherum spinnen. Und mit jedem Wort, das ich euch gebe, müsst ihr das Wort mit verarbeiten. Nur und da wechseln wir auch ab. Ja, ihr wechselt ab. Bei jedem Wort wechselt ihr ab. Also, ich fange an. Christian fängt an. Ja. I'm a poet. Ja. Einleitungssatz ist: männlich, dicklich, doof, sucht. So begann meine allererste Kontaktanzeige. Spitz! Okay, was? Entschuldigung, da war gerade so ein Piepton. Schmuck! Idiot! Entschuldigung. Ein bisschen erkältet, ja? Männlich, dicklich, doof, sucht. So begann meine allererste Kontaktanzeige. Das denken die meisten Leute von mir, ja? Anstattdessen bin ich natürlich reingegangen mit einem gut aussehender junger Mann, sympathischer End-30er, sucht. Das war eigentlich ursprünglich der Text meiner Anzeige. Aber ich habe sehr viel Erfolg gehabt mit dieser Anzeige. Es kamen Briefe rein, noch und nöcher, ja, aus aller Herren Länder, hauptsächlich Bundesländer. Aber das ist ja auch schon mal was. Auf jeden Fall aus ganz Deutschland habe ich Zuschriften bekommen. Lorbeerblatt. jedenfalls reichte die mir dann so ein Lorbeerblatt. Und ich sagte, was ist das denn? Und da sagte die, das ist eine Nelke. Und da habe ich gesagt, nee, das ist doch ein Lorbeerblatt. Und die hat gesagt, ah ja, stimmt. Und da habe ich gedacht, die ist ein bisschen doof. Wer eigentlich? Und da hat, was? Ja, die. Die. Also ich habe mich... Eine Einsendung oder was? Genau. Ah, ja. Die, also es kam eine Einsendung... Weitermachen, lass dich nicht stören. Was denn jetzt? Semester. Sie fragt mich dann, so, was machst du denn? Ich so, du, ich bin... die meisten denken, ich bin Student, weil ich so eloquent und gebildet rüberkomme, ja. Aber ich habe kein Semester auf der Uni verbracht, ja. Nicht ein einziges. Ich bin bekannt für Show und Fernsehen und Radio und Internet und ich Operation. Bin Künstler. Jedenfalls habe ich dann erzählt, dass ich für diese eine Show, die ich da im Fernsehen gemacht habe, mich operieren lassen musste. Das war so eine Art Verlängerung. Und da ist er auch drauf angesprungen und hat gesagt, ach, da bin ich auch in dem Business. Ich bin Metzgerei-Fachverkäuferin und bin da zuständig für die Leberwurst. Egoist. Apropos Leberwurst, sagte sie und hat ein leckeres, großes Stück Leberwurst auf den Tisch gelegt. Das war mir ein bisschen unangenehm, weil, wie gesagt, die Leute, wo wir uns da getroffen haben in diesem Café, die haben wir natürlich schon geguckt. Die Leberwurst, die hat gestunken wie die Sau. Nichtsdestotrotz habe ich mir das ganze Stück Leberwurst in einem... reingepfiffen, ja. Sie sagt, hör mal, du bist aber ein Egoist. Ich so, wieso? Das schmeckt totale Scheiße, was ihr da macht. Ja. Wolltest du da auch was von haben, von dem Mist, ja? Naja, auf jeden Fall sagt sie, naja, finde ich jetzt ein bisschen egoistisch von dir. Hätte dich da eher mehr so als Teamplayer eingestuft. Nicht so Teamplayer, nur in anderen Situationen. Aktien. Jedenfalls habe ich dann gesagt, nee, da hast du jetzt aber keine Aktien drin bei mir. Weißt du? Weil das mit der Leberwurst, das war jetzt schon so ein bisschen nicht so schön und bin dann gegangen. Da gibt es ja so Tische und da ist dann die nächste, ne? Nächste war dann so eine Blondine. Und da fingen wir wieder an. Und da habe ich wieder gefragt, ja, was machst du denn so? Und die so, aufrechter Gang. Und die so, ich bin Tiertrainerin und ich bringe den Erdmännchen im Zoo den aufrechten Gang bei. Weil Erdmännchen, das wissen die wenigsten, die haben von Geburt aus keinen aufrechten Gang, ja. Die rutschen so über den Bauch, über den Boden, ja. Und diese Tiertrainer, die sind in Afrika, die heißen Mukotikiboko und die bringen diesen Erdmännchen erstmal den aufrechten Gang Altenheim. Bei. Und dann... war es aber so, dass ich das dann wieder auf meinen Beruf bezogen habe und habe gesagt, ich muss den aufrechten Gang ablegen, wenn ich zum Büro reingehe und muss dann wieder so laufen wie die Erdmännchen an. Scheiße, wie war das Wort jetzt? Mickey Makamoku. Ja, genau. Nee, weil ich einarbeiten soll. Altenheim! Ja, genau. Und muss dann gebückt gehen, damit ich dann auch so richtig erfolgreich bin in meinem Job. Und da habe ich gefragt, was machst du? Und da hat die gesagt, ich arbeite im Altenheim. Ach, das war's schon. Ja. Ja, ja, super Story! Habt ihr sie wenigstens am Ende gekriegt? Nee.
Sie hatte kein Interesse. Sie hatte kein Interesse, okay. Nee. Wundert mich. Aber nur weil ihr scheiße aussah. Die Geschichte war super, aber nur weil ihr scheiße aussah. Nee, ich glaube, ich war ihr zu clever. Ja, das ist so. Das glaube ich, das kann ja, das durchaus sein. Ja. Klingt so. Ja, klingt durchaus danach. Total plausibel. Ja. Das war die Improvisationsstory hier bei Schoki Banoki mit Marek und Christian. Schalte das nächste Mal wieder aus, wenn es wieder heißt Improvisationsstory. Ja, bis dahin sag ich Cheerio, Miss Sophie. Tschüss, Hättchen. Sagst du auch was? Gute. 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 Das war Schoki Banoki Late Night. Wir würden uns alle freuen, wenn ihr uns ein Abo dalassen würdet und aktiviert auch die Glocke dabei, damit ihr eine Nachricht bekommt, wenn ein frisches Video online ist. Und Daumen hoch nicht vergessen, wenn euch die Sendung gefallen hat.